Grundsätzlich kann Ayurveda auch zur Verhinderung und zur Reduktion von Metastasen eingesetzt werden. Das haben Sie auch gehört von Frau Ford, eben, dass wenn die entlassen werden von Chirurgie oder Bestrahlung, was machen die, was ist die Alternative? Nichts, kommen sie in 6 Monaten wieder, kommen sie in 3 Monaten wieder. Hier können wir proaktiv werden und wirklich etwas tun. Gleiche Erfolge erzielen auch Kollegen in Indien. Ich bin ja ständig in Kontakt, auch mit Freunden, die onkologisch arbeiten. Es ist halt ein bisschen schwierig. Wir sind alles Einzelkämpfer. Du bist in Holland und kämpfst allein. Ich bin in der Schweiz und dann haben wir Kollegen in Indien oder in anderen Ländern. Und es ist einfach sehr, sehr dringend notwendig, dass wir uns auch als Einzelkämpfer verknüpfen. Und darum eben haben wir einen Berufsverband gegründet mit der Idee, solche kleine Studien, auch wenn es nur 3 oder 5 Patienten sind, miteinander zu verbinden. Und wenn ich auf einmal 5 Zentren habe, die einen bestimmten Fall behandelt haben, dann habe ich schon wieder mehr Sicherheit auch in der Behandlung meines Patienten. Das heißt, wir müssen unter klinisch arbeiten, Kolleginnen und Kollegen uns vernetzen und wenn Sie Interesse haben, eben an diesem Netzwerk mitzuarbeiten, weil eben es geht darum, dass wir alle miteinander arbeiten, dass es ein offenes System ist und dass nicht irgendwelche Stakeholder Groups da ihre Finger drin haben, sondern dass es eine Hilfe ist für uns klinisch arbeitende Therapeuten, HeilpraktikerInnen und Ärzte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, bitte an uns beide. Habe ich eine Frage? Das Massieren mit Krebs, beim Krebs, Sie sagen, ja, das kann man machen, das ist besser eben. Und, aber wer hat das gesagt, dass es nicht kann? Also ich persönlich habe natürlich als aufgewachsen in Ayurveda genug Vertrauen in das ayurvedische System, dass ich das befolge. Und meine Erfahrung spricht dafür. Und beispielsweise Dr. Ludwig Krompas, der vertritt das auch, weil er tut auch in seiner Klinik die Patientin sogar vor Chemo und vor chirurgischem Eingriffen werden sie massiert und nachher auch. Und in der Onkologie, was hat man da heute? In der Onkologie, also ist es nicht sehr anerkannt, diese alternativen Therapien, also niemand weiß etwas davon. Ich glaube, es gibt Patienten, die gehen, es gibt etwas, es heißt Hitzetherapie. Ich weiß nicht, wo das gemacht wird, aber es gibt so eine Therapie, wo die Patienten mit Wärme ausgesetzt werden. Ja, ich glaube, dass diese Therapie, wenn man dann denkt, weil dass es dann eben die Krebs reduzieren kann. Hyperthermie. In Deutschland, ja. Aber das ist auch eher eine Alternativtherapie. Und ich habe gesucht in PubMed, was die reguläre Welt sagt über Massage. Und sie sind alle sehr positiv. Die onkologische Welt. Also man würde nicht davon abraten, ich hätte Ziege, dass man einem Patienten davon abraten würde, Massagen zu machen. Ich wüsste nicht warum. Ja, also, also auch wenn, bitte. Nein, wir helfen dem Stoffwechsel im Tumor. Also die Idee ist, dass wenn ich mit Wärme und Öl drauf gehe, dass sich die Gefäße weiten, der Durchfluss verbessert wird und der lokale Stoffwechsel im Gewebe drin verbessert wird und dadurch sogar Material abtransportiert wird. Weil Sie haben ja auch gesehen in Frau Forts Präsentation, dass der Körper durchaus in der Lage ist, Tumorzellen zu bekämpfen. Aber wenn die jetzt nur da sitzen, dann kann er sie schlecht bekämpfen. Hingegen, wenn ich sie wieder in den Kreislauf bringe, wo ich auch Leber, Nieren, Milz habe, dann kann ich sie besser bekämpfen. Ja? Ich habe einen Patienten, also mich ich habe sie, ich behandle sie sprachtherapeutisch, aber der hat Brustkrebs auch gehabt. Oder der ist wegoperiert worden und sie sollte
Chemo und Bestrahlung haben und hat aber alles abgelehnt. Und ich denke, dass sie da irgendwie Unterstützung bräuchte. Und, ja, also das war sehr mutig. Wenn sie das ablehnen soll, dass sie eine Alternative haben, ja. soll ich einfach nichts machen, also ob sie eine Reha oder sonst irgendwas. Sie muss da irgendwie drauf kommen, das ist ja auch eine eigene Entscheidung. Aber ja. Und da wollte ich fragen, was machen Sie? Also viele Teilen. Nein, nicht kooperieren. Ich meine, nein, sie kooperieren nicht zur Schulmedizin. Aber ja, aber. Entschuldigung, Hinweis. Darf ich eine kleine Anmerkung machen? Bitte. Ja, ich war der Vater von der Schule, von dem Unternehmen. Ja, habe hervorragend, ich war sehr viel beeindruckt, aber ich bin Geologe. Ja, und ich habe auch jahrelang mit der Chemotherapie mit dem Mama sehr und auch Unterleib zu tun gehabt. Ja, und was ich sehe in der Phase der Sängerin, ja, so ein bisschen so deprimierend oder mehr als deprimierend fahren. Ja, denn Sie als Arzt, verstehen Sie? Ja, okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ein so gutes Verhältnis zu meinen Patienten, ein Vertrauen. Ja. Man geht nicht zu einem Arzt so oft und gerade diese schwierige Operation, schwierige Erkrankung, ja, und dass man alles ablehnt. Im Laufe der Zeit hat man so eine Aufwand, so, die Vertrauen aufgebaut, ja, dass die Patienten wirklich so glaubt oder glauben muss oder glauben sollen, ja, denn das, was der Arzt, der gute Arzt, wo ich jahrelang bei ihm in der Behandlung bin, nur gut mit mir meint, du ähnlich auf den neuesten Stand, versteht ihr? Ja? Dann wird sie auch, dann wird sie auch kooperieren. Diese Tamoxifen, natürlich nach der Operation, aber diese Tamoxifen, die Anti-Östrogen-Therapie, ja, die haben wir sogar bei manchen Tumoren schon vorher eingesetzt, sogar auch die Bestrahlung vorher eingesetzt und dann haben wir operiert. Mittlerweile haben wir sogar die dritte Generation von Tamoxifen. Ja. Und ich hatte nur eine Frage an Sie. Sie sind doch so ein guter Arzt und gleichzeitig auch mein Ayurveda-Arzt. Ja. Und die Patienten kamen immer wieder zu Ihnen. Ja. Aber immer wieder diese unterbrochen, verstehen Sie, Tamoxifen. Ja? Und vom Anfang an, die Frau ist nicht bestrahlt worden. Also wirklich, das ist am Anfang an, wenn auf diese Weise ein Mensch ne, das Leben verliert und man sieht, dass auch sie nur dieser Unglück kommt, dann, ja? Metastase, das ist keine schöne Sache. Ne? Ja, das ist äußerst, das ist deprimierend. Ich würde keine Kritik ausüben, ja, genau wie in dem Fall, sie lehnt alles ab. Also wirklich, was ist das für ein Argument, ich meine? Nein, aber es ist ja. Die Schulmedizin haben. Ja. Also, so kann man gar nicht sagen. Ja, ich gut, ich denke, wir haben das Argument gehört. Nee, wir müssen ein bisschen entgegenkommen. Genau. Ja. Aber ich finde, von vornherein etwas abzulehnen und nicht abzulehnen gibt, da muss man die Leute also erklären. Also, ich weiß nicht, wie man überhaupt ja. als Arzt mit den Frauen redet. Also, ich rede dann andere Sprache. Ja, darf ich dazu antworten? Also. Diese Situation habe ich öfter, nicht nur bei Krebspatienten, auch bei, nur bei einem Blutdruckpatienten. Und die sagen, ich will keine Chemie, Punkt. Dann sage ich, es geht nicht um die Chemie, es geht damit darum, dass es ihnen gut geht und dass sie überleben. Und so habe ich als Ayurveda-Arzt viele Patientinnen schon eben überzeugen können, dass sie dann auch eine konventionelle Therapie machen, weil aus ayurvedischer Sicht, wir differenzieren nicht, das ist alternativ, das ist komplementär, das ist moderne Medizin. Für uns ist alles, was einem Patienten hilft, ideal. Das heißt, als Ganzheitsmediziner muss ich auch Tamoxifen mit hineinbeziehen in die Therapie. Und ich werde auf alle Fälle versuchen, diese Patientin dementsprechend zu beeinflussen. Aber manchmal gibt es Patientinnen oder Patienten auch, die kommen zu mir und die sagen im Erstgespräch, ich will nicht, dass Sie mich versuchen zu überzeugen von irgendwas anderem. Ich habe meinen Weg, können Sie mich unterstützen dabei, ja oder nein? Dann muss ich das auch akzeptieren. Das ist Ihr Weg und warum soll ich ihr nicht helfen, dass es ihr etwas besser geht auf diesem Weg? Also da ist sehr ambivalent. Ja, bitte. Ich habe eine andere Frage und zwar zu Malonga und Chemotherapie, dass immer wieder unterschiedliche Ansichten sind. Die einen sagen, nicht mal Kurkuma-Longa im Essen mit zu sich nehmen, wegen der antitoxischen die anderen sagen, ist aber wichtig, um zu unterstützen gegen die Gefäßwerden von Krebs. So, was empfehlen Sie Kurkuma? Jetzt, ob Sie Tabletten oder Kapseln nehmen versus im Essen drin? Überhaupt, ob Kurkuma-Longa während der Chemotherapie angezeigt ist oder nicht? Generell können Sie sagen, alle lebertonischen Mittel, nicht nur Curcuma longa, das sehen wir immer wieder.
oder auch Panchakarma, hat ja zur Folge, dass der Entschlackungseffekt viel schneller stattfindet. Das heißt, die Chemotherapie oder das Medikament, das für Chemotherapie eingesetzt wird, wird dadurch viel schneller wieder aus dem System rausgeholt und kann dann seine Wirkung nicht entfalten. Das heißt, wir müssen schon warten, bis ein Zyklus abgeschlossen ist, bevor wir da reingehen. Aber natürlich gewisse Mengen in der Nahrung, wenn Sie jetzt ein Gemüse machen und dort Kurkuma reingeben, dann wird das eher helfen, damit Sie dieses Gemüse besser verdauen können. Aber sobald ich hochdosiert reingehe oder auch im Panchakarma, wir haben auch beim Panchakarma bei uns beispielsweise in Traben-Trarbach immer eine Wartefrist, dass wir nicht direkt nach Chemo oder Bestrahlung reingehen, sondern wir warten in der Regel 2 Monate. Einfach damit die Therapie abgeschlossen ist und damit eben nicht das Problem entsteht, dass ich die teuren Medikamente, ist ja nicht billig eine Chemotherapie, und die spüle ich gleich wieder raus, dann können sie ihre Wirkung nicht entfalten. Ja? Ja? Hochdosiert ist alles, was über 5 Gramm pro Tag ist. Einem Teelöffel, ja. Also nicht einem Espresso-Löffel, sondern einem normalen gestrichenen Teelöffel haben Sie etwa 4 oder 5 Gramm drauf. Ja. Ich habe gesehen, Sie haben die Knoblauch gegeben für die Patienten. In welcher Form geben Sie die Knoblauch? Als Extrakt, Kapsel? In dem Fall war es jetzt ein Extrakt. Mit Kapsel. In Tablette. Also ich versuche, die meisten wichtigen Medikamente als Tablette zu geben, damit Rasa ist da. Also der Körper wird informiert, was jetzt gleich geschluckt wird. Weil ich arbeite mit Neurologie-Patienten und Knoblauch ist sehr wichtig für die Neurologie. Ja. Auch die normale Knoblauch. Also ich muss, weil wenn ich Medikamente gebe, Phytomedikamente, mache ich das grundsätzlich relativ hoch dosiert. Das heißt, ich gehe auch zum Beispiel dieses Tumortone oder eben hier arbeite ich mit Critical CO2 Extracts. Das heißt, CO2-Extrakte, hier kann ich 50 zu 1, 150 zu 1, ich kann sogar 200 zu 1 reingehen. Und deshalb habe ich mit einer kleinen Tablette, kann ich da extrem hohe Dosen von Phytomedikamenten. Also ich gehe sehr hoch rein. Danke. Ja, letzte Frage. Bei den Krebsursachen. Ernährung. Ja. Also zum Beispiel zu viele Kalorien, also Übergewicht wird, weiß ich, dass übergewichtige Patienten häufiger Krebs haben. So in dem Sinne. Und halt dann die vielleicht die Toxine, die wir aufnehmen über die App von der Umwelt, wenn man. Achso, die jetzt abnehmen soll, die Ernährung werden. Die Ernährung, ja. Diet, also vom englischen Sprachgebrauch, heißt einfach die normale Ernährung. Okay, vielen Dank fürs aktive Partizipieren. Danke.